Hallo liebe Freunde, willkommen zu meinem Tommy Lee Kanal. Das ist ein kleiner Kanal. Ich hoffe, ihr unterstützt mich und dieser Kanal wird eines Tages bigger und bigger, okay? Welcome all of my friends. Okay, wir schauen mal wieder mal den Markt an, die Börse, ob es heute wieder ein Blutbad existiert oder der Markt versucht sich mal wieder zu erholen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen gleich in den Chart der asiatischen Markt. Danach kommt der deutsche Markt und europäischen Markt zusammen. Dann schauen wir mal nach Amerika, weil zurzeit läuft der Markt ja in Amerika noch. Und in Europa ist so ein Schluss mit Handeln. Okay, OTC, außerbörslich Handel, geht noch bis 10 Uhr, aber wir reden nur bis, wir schauen den Markt nur bis, wo die Börse jetzt schon Schluss gemacht haben, okay? Wir gehen jetzt in den Chart rein. Schauen wir mal, ob noch ein Blutbad existiert. Naja, der asiatische Markt sieht nicht gerade rosig aus, wie ihr seht. Der Hang Seng ist in minus 1,67. Der Shanghai aus China minus 2,58. Und der Nikkei minus 1,6. Also, der asiatische Markt hat zugemacht, tief in minus. Das Blutbad geht weiter. Okay, jetzt schauen wir mal in den europäischen Markt an. Die haben ja zugemacht. Oh, wie ich sehe, der europäische Markt hat sich ein bisschen vom Blutbad von gestern sich erholt. Die Gründe, warum und wieso, werde ich euch nachher noch ein bisschen erläutern. Wie ihr seht, sind alle in Plus. Euro Stock 50 in Plus, der DAX in Plus und der französische CAC 40 auch in Plus, die Großbritannien auch in Plus, Italien auch in Plus. Sehr schön. Zumindest mal ein Hoffnungsschlag für die Börse. Schauen wir mal auf den deutschen Index. Deutsche Index hat zum Beispiel der DAX, ist die 40 größte börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Und der MDAX sind halt mittelständische Unternehmen. Der TechDAX, das ist zum Beispiel Technologiewerte DAX. Und der SDAX ist so eine kleine Werte. Ja? Also wir schauen mal hier, der DAX ist heute plus 0,57%. Ein Hoffnungsschlag. Und schauen wir mal den MDAX, wie sieht der auch? Der MDAX ist auch im Plus, plus 5,7. Und der SDAX plus 0,33. Der SDAX plus 0,74. Schauen wir mal kurz den MDAX mal rein. Was für Werte im Plus ist. Wir notieren mal DIF. Oh, große Gewinne sind Commerzbank mit 4,27, Warta auch 2,67 und so weiter. Wer ist der Tagesverlierer in MDAX? Ja, das sind die Telefonica Deutschland. Scout24, tief in Minus. Okay, warum ausgerechnet die Banken heute steigen, werde ich euch auch erklären nachher. Ja? Schauen wir mal die Werte in den DAX an. Der DAX, oh, die Deutsche Bank zum Beispiel ist auch zu den Gewinnergruppe.
Fresenius, medizinische Unternehmen, Siemens, Bayerdorf sind alle in Plus. Ja, und die im Minus sind wieder die Tiefrot, sind wieder mal die Lieferdienste, HelloFresh, Delivery Hero und oh, Deutsche Börse ist auch dabei. Okay. Aber die Deutsche Bank ist an der Spitze der Gewinne heute. Ich erkläre euch auch gleich warum. Schaut mir mal auch mal die Werte an der Kryptowährungen. Oh, wie ich sehe, die Kryptowährungen Werte sind heute auch ein bisschen gestiegen. Der Bitcoin ist gestiegen, wie ihr seht. Ethereum ist auch gestiegen. Sehr freundlich. Das sind die Top-Werte, Top 14. Mehr brauche ich euch nicht so sagen. Top 14 der Kryptowährungen sind gestiegen. Die Marktkapitalisierung im Vergleich zu gestern ist auch in Plus. So, diesmal habe ich für euch CoinGecko für diese Chart gezeigt. Also, auf der Kryptowährungsseite ist im Plus. Die Aktienmarkt auf dem asiatischen Kontinent ist leider in Minus noch geraten. Noch dort herrscht noch ein Blutbad. Auf der deutschen und europäischen Aktienseite sind ein bisschen Plus rausgekommen. Oh, wie ich sehe, der amerikanische Markt ist total in Minus. Der Markt läuft noch. Schauen wir mal, ob um 10 sich irgendwie der Aktien dreht, aber zur Zeit ist auf dem amerikanischen Markt tiefrot. Der Dow Jones ist fast 1% im Minus, der Nasdaq ist 2,56% im Minus und der S&P 500 minus 1,76%. Also Erholungsversuch in Deutschland und in Europa hat ein bisschen geglückt, in Amerika noch nicht. Das ist noch tief in Minus und in Asien auch tief in Minus. Die Gründe, warum in Europa oder in Deutschland die Stimmung ein bisschen verbessert, besteht darin, dass die Industrie-IFO-Daten für den Januar besser ausgesehen hat, als die Analysten das vorher analysiert oder halt prognostiziert. Die IFO-Daten sind ein bisschen besser als die im Dezember. Das ist der Grund, warum auf dem deutschen Markt oder europäischen Markt ein bisschen verbessert hat. Gleichzeitig gibt auch die IWF die Info, dass sie ihre Konjunkturprognose, also der globale Marktwirtschaft, hat die IWF die Prognose nach unten gesenkt. Das ist nicht gut für den Markt auch. Daher sieht man, dass in den USA zurzeit die Börse noch in Minus steht, weil diese Nachrichten ja vorhin rausgekommen ist. Die Gründe, warum die Bankenwerte heute im Plus steht, das ist natürlich die Hoffnung von Banken, also die europäischen Banken, hoffen, dass die Zinsen jetzt, die Zentralbanken erhöht die Zinsen. Wenn die Zinsen erhöht, können die Banken natürlich die Erhöhung der Zinsen auch weitergeben. Dadurch können sie höhere Zinseinnahmen. Dadurch haben die Märkte gedacht, oh, jetzt können wir mal die Bankenaktien schnappen. Daher, wie ihr seht, sind die Bankenwerte gestiegen. Also, der Markt, wie gesagt, ist noch nicht durch. Es ist noch
Turbulenz, mal steigt, mal fällt. Natürlich ist die Politikum Ukraine, Russland in Fokus. Daher ist sehr, sehr schwierig zurzeit den Markt zu deuten, wo es hingeht, ob nach oben oder nach unten. Aber wir waren auf den Freitag, ich meine auf den Mittwoch ab, was die Fed, amerikanische Zentralbank, eine Entscheidung trifft. Warum der Kryptomarkt wieder ein bisschen steigt, ist natürlich auch, gibt auch viele Gründe. Viele behaupten oder vermuten, die Market Maker, die manipuliert den Markt. Weil auf der Kryptowährung kann man auch auf Call oder auf Put setzen. Und anscheinend geben so viele Teilnehmer haben auf Long gesetzt. Und wenn man so Optionsscheine oder Zertifikate setzt, da gibt es immer ein Verfalldatum. Der Market Maker versuchen die Long-Positionen zu killen, deshalb ziehen die Märkte erstmal so seit ganz tief nach unten. Wenn die Long-Positionen wechseln, steigt automatisch wieder die Kryptowährung hoch. Und dann gibt auf der anderen Seite, es gibt Short-Positionen. Ja? Die Short-Positionen werden, wenn die Zeit wieder abläuft, versuchen die Market Maker, die Währung, Kryptowährung oder Aktien, das ist genauso, das gleiche Spiel, versuchen sie die Preise nach oben zu manipulieren, also die versuchen viel Geld in den Markt reinzubuttern und danach die Krypto oder Aktien zu kaufen, damit es steigt und die Leute, die sehr viel Geld in Short-Positionen gesetzt haben, fliegen raus, werden ausgenockt. So manipulieren die Wale den Markt, ja? Daher merkt man auch jetzt, die Long-Positionen sind weg. Jetzt kommen die Short-Positionen dran. Nun langsam kaufen die wieder die Krypto wieder ein, decken sich ihre Depot voll. Wenn die Krypto steigen, werden die Short-Positionen nervös. Entweder kaufen die oder verkaufen die nach oder unterstützen sie ihre Position, je nachdem. Daher wollte ich euch sagen, Finger weg von Zertifikaten, Knockout-Zertifikaten und Optionsscheine ist. Wir sind Kleinanleger, bloß die Finger davon weglassen, ja? Okay, das war's heute. Nur kurze Zusammenfassung für den Markt. Also, das bedeutet, ein Teil auf dieser Welt sind die Börse im Plus und ein Teil sind noch tief im Minus. Daher, wir Kleinanleger sollen relaxen, keinen Stress machen. Das ist eine kleine Zusammenfassung an der Börse von heute. Morgen sehen wir uns wieder. Ja, Jungs, jetzt werde ich ein bisschen Karaoke singen. Gib mir ein Like, okay? Wie gesagt, ich bin kein Finanzberater, ja? Mein Kanal ist nur für reine Unterhaltung. Okay, bis morgen, Jungs. See you tomorrow. Gib mir ein Like. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Naja, ich versuche mal meinen Kanal. Mein Video so kurz wie möglich zu machen, solange ich auch nicht gut, ja? Okay. Bis morgen, Jungs und Mädels.